Da bin ich ja wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Teil 2. Und mich schubst hier direkt mal ein blöder Dieb um. Hau ab. Keine Lust, dem jetzt hinterher zu laufen. Ja, ich habe offscreen die ganzen Türme und Schätze eingesammelt in dieser Stadt. Und so sieht die Karte aus. Mittlerweile. Ihr seht, eine recht überschaubare Stadt. Nur das Außenareal drumherum ist relativ groß. Da ist unser Missionsziel, da müssen wir später hin und verlassen wir, glaube ich, sogar schon wieder die Stadt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier haben wir noch eine Glyphe, die muss ich noch holen, die habe ich gefunden. Besser gesagt hier, die ist nämlich an dem Aussichtsturm. Ja, und dann haben wir noch zwei Nebenmissionsziele, die wir auch noch machen werden. Und zwar einmal eine Schlägerei und ein Rennen. Aber bevor wir da hingehen, werde ich erstmal wieder beim Schmied einkaufen, weil, guck mal, guckt euch das an, wie viel Geld wir haben. 28.228 Florin. Ja, da können wir einiges ausgeben. Repariert ist, glaube ich, alles. Habe ich nämlich in eurer Abwesenheit gemacht, sozusagen. Aber ich habe mir nichts Neues gekauft, weil das sollt ihr immer schön miterleben. Außer natürlich die Karten für die Schätze. Waffen. Ja, Rüstung haben wir alles, haben wir gerade gesehen. Waffen kaufe ich mal das Offizierschwert. So, dann hätten wir das auch schon mal. Kleine Waffen haben wir das Messer des Sultans, was ich auch mal kaufe. Okay, Munition ist alles voll. Gut, dann hätten wir für Rüstung schon mal alles. Und Waffen. So, ein schönes neues Schwert. Wo haben wir es denn? Da. Ja, und der Wert ist wieder gestiegen von der Villa. Da müssten wir auch mal wieder hin zurück. Aber ich habe mir gedacht, wir gehen erst wieder zurück zur Villa, wenn Leonardo wieder die Möglichkeit hat, für uns die Codex-Seiten zu entschlüsseln, damit wir die auch direkt einsetzen können. So, dann haben wir noch ein kleines Kurzschwert. Ich sag das immer. Da, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem aus Assassin's Creed 1, dem zweiten, das man bekommt. Jedenfalls von der Klinge her. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum, oder was heißt zurück? Gehen wir zum ersten Missionsziel, das wir haben. Und, ja, seht euch das an. Unser Waffenrad ist auch schon fast komplett voll. Da fehlt nur noch eine Sache und die kriegen wir auch noch. Also eine Waffe fehlt uns noch, die der liebe Leonardo uns noch bastelt. Eine sehr coole, wie ich finde. Und ja, wer von euch das Spiel noch nicht gespielt hat oder das Spiel nicht kennt, wird wahrscheinlich nur wenige geben, aber aufmerksam zugesehen hat, der hat vielleicht schon in einer gewissen Folge diese Waffe gesehen, nämlich, ich frage euch auch wo, im Intro, also die erste Folge von Assassin's Creed 2, da habe ich ja das Intro vorne dran gesetzt, dieses gerenderte, wo man, ja, so, also ein recht cooles Intro einfach, und da hat Ezio diese Waffe auch schon benutzt, so ziemlich am Ende des Videos. So, das waren jetzt aber auch genug Tipps für alle, die es noch nicht wissen, die können ruhig vielleicht nachgucken oder warten einfach, bis es soweit ist. So, jetzt haben wir hier wieder eine arme, hilflose Hausfrau, die ganz krank vor, ja, na gut, sie sorgt sich nicht, aber sie ist halt so wütend, dass sie schon weint über ihren nutzlosen Ehemann. Und ihr werden wir natürlich helfen. Mein Mann treibt es mit jeder Dahergelaufenen. Mein Ruf. Und ich kann den Mistkerl nicht verlassen. Bitte, lasst ihn mein Ungemach spüren. Jo, dein Ungemach. Schamloser Gatte, den untreuen Ehemann verprügeln. Natürlich. Ach, der ist auch direkt hier irgendwo in dem Gebiet. Was sich, ne? Sehr weit erstreckt, wie man irgendwie sieht, ne? Oh ja, das ist ein sehr großer Radius. Aber finden werden wir ihn trotzdem, denke ich mal. Ich laufe natürlich direkt mal wieder mit dem Adlerauge herum, damit ich ihn schnell ausfindig mache. Und gehe direkt auch mal auf ein Haus, damit ich einen besseren Überblick habe. Die sind hier zwar nicht wirklich hoch, aber kann sein, dass man ihn dann so schneller findet. Ne, war da was? Ne, da waren rote. Ne, die roten Wachen, das sind nur, ja, nur Wachen. Okay, gehen wir mal weiter. Vielleicht ist er auch so ganz versteckt hinter einer Hauswand. Es ist doof, dass man bei der Sicht mit dem Adlerauge nicht auch noch Einblick auf sein Radar hat, weil ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt überhaupt noch in dem Radius befinde. Und ich nehme mir mal ein Pferd mit. Mal gucken, okay, ich schätze mal, er ist eher mittig in diesem Radius. Irgendwo. Man muss nur gut genug gucken. Wow. Die Kamera einem. Ah, da ist er ja. Natürlich in der hintersten Ecke. Ja, komm, bleib stehen, Pferd. Meine Güte. So, dann verkloppen wir ihn mal. Hey, hör auf, mit der da rumzumachen. Du hast eine Frau zu Hause. Schämst du dich denn nicht? Ach, der
kriegt direkt Unterstützung von seinen Kumpels, die... die anscheinend auch alle gar kein Ehrgefühl besitzen. Da! Auf ihn! Weil sie ihren Freund nicht mehr daran erinnern, dass er zu Hause eine Frau hat. Nein! Die gucken einfach tatenlos zu und finden das wahrscheinlich noch geil, was? Mann, kotzt mich diese Welt an. Okay. Komm schon. So, erstmal den Dicken ausgeschaltet. So, tschüss. Und du kommst jetzt auch noch dran. Das war's. So, jetzt steh auf und entschuldige dich bei ihm. Tut mir leid. Ich bereue. Ich gehe sofort nach Hause. Ich schwöre. Aber bevor du das tust und nach Hause gehst, such dir bitte erstmal eine bessere Synchronstimme. Okay, und weil es so schön ist, können wir direkt das Rennen machen, was hier in der Nähe ist. Ich glaube, das darf man sogar zum Pferd machen, oder muss man, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Ich schätze, es geht einmal hier rum, um den ganzen... Was habe ich jetzt getan? Oh, Leute. Dann komm halt her. Gott, ey, diese pingeligen Dreckswachen. Hinab kommt auch. So, tot. Seid nicht schüchtern. Komm her. So. Komm mit, Pferd. Ich nehme dich direkt mit zu dem Rennen. Ach, die Pferdesteuerung ist manchmal auch so extrem schwammig. So. Guten Tag. Das ist mein Geläuf. Hier kann ich jeden abhängen, aber ein kleines Vögelchen zwitscherte mir, dass ihr gut seid. Könnt ihr es beweisen? Ich bin nicht nur gut, ich bin der Beste. Naja, nicht in Rennen, aber... Romagna hat's. Ich habe euch auf den Dächern laufen sehen und bin sicher, dass ihr meinen Rekord nicht schlagen könnt. Das glaubst aber auch nur du. So, Pferd. 4 Minuten. Haben wir dafür Zeit? Was ist denn das für eine Strecke? Ah, geht schon geil los, ey. Ja, wie gesagt, Pferdesteuerung. Steuerung allgemein. Ich weiß, ich schieb's immer auf die Steuerung, aber es ist halt nur mal so. Okay, ich muss in die Stadt zurück, das heißt, ich kann mein Pferd nicht mehr gebrauchen. Oh, hau ab da. Ja, dann geht's wieder nach oben, über die Dächer, wo ich mich dann wahrscheinlich wieder endlos verkeilen werde mit dem Ezio und dann irgendwo wieder hängen bleibe, die Zeit vorbei ist, ich mich wieder tierisch aufrege und euch dann mitteilen muss, dass ich das Offscreen mache und... Naja. Ich will's ja eigentlich nicht heraufbeschwören. Wo ist der denn? Noch da hinten. Alles klar. Okay, lauf. Uff. Okay, ich hätte damit gerechnet, dass ich den Sprung nicht schaffe. Aber egal. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ah, das ist eine Feder. Oh, was mache ich denn? Ja, okay, das war jetzt echt schlau von mir. Oh Gott, Clipping-Fehler ohne Ende. Jetzt komm, schwimm schneller. Aber wisst ihr, in welchem Open-World-Spiel die Steuerung richtig beschissen ist manchmal? Und das Spiel habe ich auch schon oft erwähnt während dieses Let's Plays. Und zwar GTA 4, ja. Ich habe es jetzt endlich vor kurzem das erste Mal durchgespielt. Und habe mich bei der letzten Mission so tierisch aufgeregt. Bitte schreibt mir mal, alle, die das Spiel auch schon durchgespielt haben, GTA 4, ob euch das auch so tierisch genervt, weil die letzte Mission ist recht lang. Und ich habe mich darüber tierisch aufgeregt, dass es in dem Spiel, in den Missionen keine Rücksetzpunkte gibt. Das heißt, macht ihr einen dummen Fehler während der Mission, dürft ihr die ganze verkackte Mission nochmal machen. Egal, wie lang sie ist oder wie schwierig oder sonst was. Das ist zum Glück bei heutigen Spielen, bei den neueren, zum Glück nicht mehr so. Auch bei Red Dead Redemption, dem quasi Nachfolger zu GTA 4, nicht. Weil das ist ja von den gleichen Entwicklern. Und da gibt es auch Rücksetzpunkte ohne Ende. Warum es ausgerechnet bei GTA 4 nicht so ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir sind jetzt nicht bei GTA 4. Ist ein cooles Spiel, aber wir sind jetzt hier bei Assassin's Creed 2. Was auch ein cooles Spiel ist. Und immer noch bei dem blöden Rennen. Habe ich denn irgendwo ein Pferd hier? Ja, da ist ein Pferd. Oh mein Gott, ich habe ganz schön viel Energie verloren. Weil ich immer so unbedacht einfach runterspringe. Und die dürfen mit Pferden auch nicht in so große Menschenmengen reinreiten. Im ersten ging das vielleicht noch ganz gut, aber im zweiten, da kann es sein, dass das Pferd dann mal überschlägt, wenn ihr Pech habt. Wie viele sind denn das noch? 6.
gar nicht mehr auf, das Rennen. Okay, das sieht gut aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Kaum gesagt und schon macht das Pferd wieder einen dummen Fehler und will sich jetzt hier wieder nicht von der Stelle bewegen. Och, komm, ey, Pferd, das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ey, diese Steuerung. Dann muss ich halt zu Fuß laufen, die letzten... Ah, kacke, ey, wenn ich das jetzt wegen diesem blöden Fehler jetzt verkacken sollte. Oh. Okay, ich schaff's trotzdem noch. Ey, aber sowas muss doch nicht sein. Okay, 2500 dafür bekommen, immerhin. Ich trinke erstmal hier einen Schluck Medizin, die mich noch nicht mal komplett heilt. Danke. Das ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert, dass das Pferd auf diesen komischen Stein da hinten hängen bleibt vor so einer unsichtbaren Wand. Das ist mir beim Offscreen-Spielen, als ich die Schätze und die Türme gesammelt habe, genauso passiert. Mit dem Pferd, da habe ich mich schon aufgeregt. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal noch die letzte Glyphe holen hier. Ach, da ist schon wieder eine Schlägerei aufgetaucht. Und noch ein Rennen. Okay, aber wir gehen trotzdem erstmal die Glyphe holen und dann machen wir halt danach noch das Rennen und die andere Schlägerei. Wahrscheinlich zuerst das Rennen, damit ich es hinter mir habe. Und ja, dann machen wir das nächste Missionsziel. Da hinten stehen schon die Schiffe und da müssen wir auch hin, später. Und wir haben Geld in der Truhe bekommen. Cool. Ja, wenn wir jetzt bei dem, zu der Glyphe gehen. Ja, da hört es schon vielleicht. Ich mach mal den Ton ein bisschen lauter kurz. Na? Normalerweise müsste man jetzt den Leonardo hören. Er steht nämlich da hinten auf dem Steg. Ezio, hier! Hier drüben! Da habt ihr es vielleicht gehört. Und der ruft jetzt alle paar Sekunden. Das ist so ätzend. Vor allem, wenn ihr hier rumlauft und die ganze Zeit den, die Glyphe sucht. Oder den Turm aktiviert. Oder die Schätze. Die Schätze holen wollt. Dann geht er einem echt tierisch auf die Nerven. Okay, aber ich weiß noch, ich hab die Glyphe nämlich beim Offscreen-Spielen gefunden. Eigentlich hätte ich sie sogar aktivieren können und das Rätsel dann erst später machen können, aber... ja. Ich denke immer dann darüber nach, vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die noch nicht alle Glyphen gefunden haben. Und, dann so eine kleine Hilfe nehmen. Und hier ist sie nämlich. Und ja, deswegen werden wir sie jetzt aktivieren. Ich bin der Tod geworden, der Weltenzerstörer. Datei freigegeben. Ach, okay, das sieht wieder nach Passwort aus. Da muss ich erstmal wieder nachgucken. Wo habe ich es denn hier? Da, okay. Zugriff verweigert. Passwort eingeben. Gut, genau, da muss man aber keine Nummern eingeben, sondern die Symbole, die da drunter stehen, mal wieder. Hat man letztens ja auch schon mal. Ach, Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Was ist denn das? Okay. Das erste Symbol ist nämlich das hier. Das zweite Symbol ist eine der PlayStation-Tasten, nämlich der Kreisknopf. Und der dritte ist auch eine PlayStation-Taste, nämlich der hier, der Dreieckknopf. Abstergo Corporation, haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, ich versuche es noch ganz schnell vorzulesen, danach muss ich erstmal auf Wiedersehen sagen. So, Abstergo Corporation, betreff Genehmigung für Test. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen, in der Welt. Ich werde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einem festen Hand, welches die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Und ich glaube, dass wir uns jetzt leider verabschieden müssen, denn die Zeit nähert sich ihrem Ende und deswegen sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Assassin's Creed Teil 2 wieder. Bis dann!